Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich war bei Action. Ich habe auch für euch wieder mitgefilmt. Es gibt eine riesengroße Auswahl an Weihnachtsdeko bei Action. Also da findet bestimmt jeder was. Da waren so süße Sachen bei. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich hätte noch mehr mitnehmen können. Aber wir haben ja auch schon einiges da, was ich auch wiederverwenden möchte. Ich möchte ja nicht jedes Jahr alles neu kaufen. Aber ein paar Sachen habe ich gefunden, die mir richtig gut gefallen. Und die zeige ich euch jetzt. Einmal habe ich mir mitgenommen diese Weihnachtstüten. Da gibt es ganz verschiedene, ne? Und zwar haben die gekostet zwischen 65 Cent und 69, glaube ich. Ja, sind halt verschiedene Tüten. Und ich finde die ganz, ganz niedlich. Und anstatt Geschenkpapier kann man dann ja, was man mitbringt zu Weihnachten, was man verschenkt, auch in solchen Taschen verschenken. Die Taschen können dann die Beschenkten behalten und nächstes Jahr auch wieder verwenden. Das finde ich nämlich immer richtig schön. Natürlich könntest du jetzt hier auch was raufschreiben, mache ich aber sowieso nicht. Ich lasse die so und dann kann man die immer wieder verwenden. Anstatt Geschenkpapier. Also einmal diese, ganz süß. Dann habe ich diese mitgenommen. Auch, ich glaube, 65 Cent. Wie gesagt, es waren zwischen 65 und 69 Cent. Das war so ein bisschen unterschiedlich. Nochmal so eine. Da ist der Weihnachtsbaum hier so ein bisschen erhoben. Auf dieser Seite nicht. Aber hier. Und auch von der Größe schön. Da passt dann ordentlich was rein für die Geschenke. Ne? Den finde ich auch richtig niedlich. Eine ganz, ganz süße Tasche, finde ich. Ja, ich mag sowas gerne. Lieber als Geschenkpapier. Da hast du immer so einen Haufen Müll nachher. Das schmeißt du nur weg und die kannst du halt wiederverwenden. Ich packe die, die ich bekomme, auch immer weg und habe nächstes Jahr immer noch mal welche. 5 Stück habe ich mir mitgenommen. Dann haben sie ein Angebot gehabt. Einmal hier so eine WC-Ente, Toilettengel, Lemon. Hatten verschiedene Sorten. Ich habe mich jetzt hier für Lemon entschieden. Brauchten wir wieder einmal so eine WC-Ente. Das gab es jetzt auch im Angebot, war auch hier in diesem Regal gleich vorne. Bei den Angebotssachen gibt es aber immer bei Action. Die gibt es auch ganz normal im Regal, die kenne ich noch nicht. Intense Repair Haarmaske für trockenes Haar und kaputtes Haar. Da werde ich euch bestimmt mal in einem Aufgebraucht spätestens oder vielleicht auch mal zwischendurch berichten, wie ich die finde. Ja, so ein bisschen süß, künstlich, fruchtig, aber so künstlich fruchtig. Und ja, das sind 300 Milliliter übrigens. Preise blende ich euch ja wieder ein. Und ich habe schon öfters mal auch eine Haarmaske von Action verwendet und die finde ich eigentlich immer recht gut. Also ich muss sagen, die Sachen von Action, auch die Haarpflegeprodukte, das ist gar nicht schlecht. Na, und deswegen einmal hier 300 Milliliter diese Haar-Repair-Maske. Ja. Genau. Für die Vögel. Ich habe das jetzt ohne das Netz, weil ich habe ja diese Teile von Temo, wo ich die einzelnen reinpacken kann für die Vögel. Jetzt wird es Zeit, ne, wenn es nachher kalt wird und die nichts mehr finden draußen, dann füttern wir wieder dazu. Meißenknödel. Aber die Preise blende ich euch ja sowieso ein. Das habe ich da gefunden. Das fand ich ganz interessant. Das fühlt sich ähnlich an wie diese Unterwäsche, die es bei Temo gibt, die ich mir auch bestellt habe. Und ich hoffe jetzt, dass die Form schöner ist, als die ich hatte. Sicher bin ich mir nämlich gerade nicht, wenn ich das auf dem Bild hier so sehe. Ich weiß nicht. In Größe XL, das soll 48,50 sein. Einmal XL ist 48,50. Ich dachte eigentlich, das wäre dann schon dreimal XL, ne? Oh ja, das hat jeder was anderes. Also sowieso mit den Größen finde ich richtig schwierig geworden. Mal passt mir einmal XL, mal zweimal XL und mal passt mir dreimal XL. Ja, mal schauen, wie die jetzt sind. Das sollen 2 Stück sein. Die sind hier aneinander genäht. Ne? Da muss ich das einmal aufschneiden. Vorsichtig abschneiden, dass ich die nicht kaputt mache. Weil das ist ja so ganz dünner Stoff. So. Ah ja. Ich glaube, die sind schon
Groß, ne? Aber gar nicht so hoch, wie ich dachte. Ich dachte, die wären höher. Oh, war sehr groß. Oh, die werden auf jeden Fall auch passen. Okay. Das ist hier so auch ein bisschen vom Stoff her anders. Ein bisschen nochmal auch verdickt. Fühlen sich ganz, ganz weich an. Hier oben habt ihr aber doch einen Gummibund. Da bin ich gespannt, wie mir die gefallen. Habe ich mal mitgenommen, weil die haben mich einfach an die von Temu erinnert. Da habe ich gedacht, mal schauen, ob ja, ich habe in Weihnachtsdeko da geguckt. Da habe ich dann dieses Teil hier gefunden. Batterie habe ich schon reingemacht und ausprobiert. Es funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Das ist so eine Pyramide. Die gibt es in goldfarben und in silber. Und das hier, das schimmert so ein bisschen in verschiedenen Farben. Die stelle ich jetzt mal dahin. Die ist süß, oder? So, finde ich immer richtig schön den Dezember. Der Winter ist ja lang genug und dann haben wir wenigstens einen schönen Dezember mit tollen Lichtern. Sehr süß. Dann habe ich noch was gefunden. Wollte ich erst gar nicht mitnehmen, weil es sehr groß ist. Mal so rum. Dieses Teil hier, ich glaube, es hat 8,50 Euro oder so gekostet. Kann ich mal einmal gucken hier. 7,95 hat das gekostet. Und Batterie ist auch schon, habe ich schon reingemacht, also ist natürlich nicht dabei. So, das ist der Stern, der ist jetzt hier noch befestigt. Ich dachte, das werde ich an die Haustür nachher anbringen, ne? Oder mein Mann. Der wird sich da was einfallen lassen hier mit diesem Teil, wie man das dann machen kann. Ich mache das jetzt aber mal an, weil Batterie haben wir schon reingemacht. Und das ist so ein warmes, weißes Licht, aber auch schön hell. Ja, wahrscheinlich von außen an die Haustür. Finden wir richtig schön. Der Stern ist 59 cm und du hast hier 30 cm ist diese Schnur, steht da. Auch hübsch aus. Ich habe da ganz, ganz viel gefilmt, weil die so viel Auswahl da haben. Also das hat richtig Spaß gemacht, da zu gucken. Ich fange jetzt auch schon an zu dekorieren. Warum nicht? Halloween ist vorbei. Der November und der Dezember, das sind so dunkle, eigentlich recht dunkle, trostlose Monate. Und durch diese Weihnachtsdekoration und Weihnachtsbeleuchtung wird das ein richtig schöner Monat. Und das kann ruhig auch schon im November losgehen, finde ich. Jetzt könnt ihr noch mal sehen, was es alles bei Action gibt. Also die Auswahl ist riesengroß. Da wünsche ich euch jetzt auch noch ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die haben wir doch irgendwo auch schon mal gesehen, ne? Barusta. Ach, Barusta. Finde ich süß, das Karussell hier. Kann man das anmachen? Ach so, kannst du gedrückt halten dann. Ist das süß? Nicht? Oder so eine Stadt. Das finde ich ganz hübsch hier. Unten. Nimm mal das. Ist auch Plastik. Die sind doch auch süß, ne? Einmal die, so oder so. Oder die da unten, auch niedlich. Die ganz große gibt es auch. So eine tanzende Weihnachtsmütze. Wie tanzende Ist ja nicht die einzige, vielleicht geht eine andere. Huch. Wo drückt man? Okay. Aber ist der auch beleuchtet? Bestimmt, ne? Nee. Nee, der ist einfach so. Einfach so. Oder hier so ganz kleine Tannen. Weihnachtsmänner.
Das ist doch auch süß. Oder so ein Zug. Christmas Tree. Ja, für Weihnachtsbaum. Und das finde ich auch niedlich. Die haben aber eine Auswahl. Oder hier so eine Platzteller. Was ist das denn? Ach, das sind gleich drei Tassen und wenn die übereinander stehen, dann ist das ein Weihnachtsmann. Guck mal, das hat einen 3D-Effekt. Ja. Hier sind noch mehr von den Mützen. Das sind andere Mützen, ganz normale, ne? Ja. Hier, die Dosen sind auch schön. Und ich glaube, das sind Fensterbilder. Ja. Die sind so, wie war das damals, was wir selber machen konnten? Dieses Windows dann. Windows, ja, irgendwas, wie hieß das noch, hatte ich auch gemacht. Gel-Fenstersticker. Oh, was ist das? Ach nein, Ohrringe, Haarspangen. Ja, Haarspangen. So eine Glitzerklammer. Das sind auch Haarspangen, ne? Ein Scrunchie. Mit Pailletten. Und Sticker. Weihnachtssticker. Diamond Paint. Auch mit Weihnachtsmotiven. Oder mit Pferden auch. Wie geht das denn auf? Das ist doch eine Dose, oder? Ach, die ist zugeklebt, deswegen, damit das nicht verloren geht. Ne? Und hier, oh, süß, lauter kleine Schneeflocken. Auch so eine Stadt. Das geht bei uns gar nicht mit den Katzen. Da gehen die ja gleich rein. Guck mal hier, wie so ein Kamin. Oder was da? Ja, ne? Ja. Der geht auch an. Und mal gucken, wie das aussieht. Ah. Ausmachen, das brauchen gleich alle. Ja, für den Baum. So, wenn du mit Holz ein bisschen was anhängen willst. Hier. Auch alles katzenfreundlich oder haustierfreundlich. Ist doch auch süß hier. Ja, die sind auch süß. Viel Spaß. Die halten immer uns nicht lange. Solche Sterne finde ich natürlich auch sehr schön, einen Baum zu hängen, mal so ein paar in Weiß. Machen wir den Baum dieses Jahr? Oh, was ist das denn? Kannst du auch an die Tür hängen. Mal hier, was ist das, so ein Bambi? Das finde ich auch niedlich. So kleine Mini-Lampen mit Batterie geht das. Gibt es so oder in rosa-rot? Das ist auch süß, guck mal. Leuchtet bestimmt, ne? Ja, aber das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut? Nee. Okay. Guck mal hier, auf einer Rolle. Ja. Ganz viele, 1500 LED-Lichter.
denn das dazwischen? Guck mal, gibt es auch einen riesigen Stern hier. Das ist für Outdoor. Was süß ist das ja, ne? Was kosten die Teile? 24 Euro? Ja, 25. Das ist süß, ja, ne? Nein, die Katzen auch Spaß haben. Mhm. Und da unten diese Häuser hier, die kosten die da, ne? 15, ne? Ja, 9 Euro das kleine Teil. Ja. Ist auch süß. Ja, hattest du ja schon, ne? Mhm. Hatte ich das schon jetzt, ne? Ja, aber sowas zum selber hinstellen, da reißen sie mir ja gleich alles auseinander, ja, ne? Auch so. Hm. Kostet nur 10. Und so ein Weihnachtszug. Das ist auch süß hier, guck mal. Schneekugeln finde ich auch toll. Die hier mit dem roten Häuschen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, stimmt die nicht. Die sind ganz einfache Schneekugeln. Ja, Deko, tolle Deko haben wir ja immer hier, ne? Und das hier für kleine Kästchen. Fürs Baby. Und das ist auch süß für kleine Mädchen. Auch Badekugeln hier, mhm. Disney. So, hier Mickey Maus und Goofy. Alles für die Haare. Lockenstab, was gibt es hier noch? Ach, so eine Bürste. Lockenbürste und Lockenstab. Mhm. Haarfarben. Und Schmuck. Gibt es für die Katzen. So ein Eimer ist nicht schlecht für so Trockenfutter oder Leckerlis. Ne? Haben die auch süßes Spielzeug für Kätzchen. Ja, hier Fischis. Und einen Ball. Und solche Fische. Schlafmaske. Das Schöne ist ein Schlafanzug. Ja. Woman Flanell. Und das sieht ja süß aus. Oh, wie so ein Teddybär. Oder hier für Weihnachten. Größe S, M. Pushis Gürtel 46. Bis welche Größe haben die denn? XL sogar. Aber das sieht nicht so hoch aus. Ist auch hoch, ne? Das sind 2 Stück für 3,99. Ja, mal ausprobieren, ne? Und guck mal, und ganz schlicht haben sie auch. Das ist das auch XL. Finde ich ja noch besser, weil das hier auch so weich ist. Vielleicht nehme ich lieber die. Alles schon weg, ne? Nussknacker. Decken. Das hier auch so Jahresplane. Das ist ja witzig hier fürs Handy. Jahresplane 25. Ja. Hier.
Die können wir einmal mitnehmen. Bettwäsche, ne? Das könnten wir auch einmal mitnehmen. Welches nehmen wir denn? Haarmaske intensiv. Das ist eine Creme für lockiges Haar. Knallig. Achso, und das ist hier nochmal was anderes. Das ist Samsung Galaxy Folie. Wo ist nicht, wo die hingehört? Eher hier so, ne? Das sind einmal Kerzen. Kerzenständer. Und das sind Kerzenständer dafür. 1,57. Ist ja cool. Ist das nicht eine Duft? Ja. Doch. Mal schnuppern. Oh ja. Tatsächlich. Wie Kaubonbons, finde ich, riecht das. Ist ja witzig. Cola gibt es. Das ist Orange, Kirsche. Das riecht nicht schlecht. Deko, Blumen für Weihnachten. Ist ja auch süß, ne? Beistelltische. Und was ist das? Ach, ein ganzes Regal. Ja. Sieht hübsch aus. Oder so. Das ist auch so, sehen die auch, ne?